könnte euch sicher denken, dass ich nicht als Sänger zur Welt gekommen bin. Ich habe auch ganz normal einen Beruf erlernt, wie andere Leute auch. Und zwar Dekorateur in einem Schuhgeschäft in Bielefeld. So, davon will ich jetzt erzählen, mit dem folgenden Lied. Von dieser Lehre in gestauchter Form natürlich. Dazu wären vielleicht zum Verständnis einiger autobiografischer Anmerkungen ganz sinnvoll. Ich entstamme dem Landproletariat Ostwestfalens. Bin mit 5 Jahren in die Schule, mit 13 Schule entlassen, ohne sitzen zu bleiben, leider. Ich hätte sonst die nachfolgenden Ereignisse älter, reifer und gelassener bewältigt, damit ich vergönnt. Mit 13 in die Lehre, mit 16 hatte ich ausgelernt. Alles andere soll jetzt aus dem Lied hervorgehen. Was den Titel des Liedes betrifft, scheint er mir immer noch zutreffend zu sein. Im Vergleich mit der Situation der vieler Azubis heutzutage noch. Nämlich, sowas gibt es noch. Nach 8 Jahren Schule konfirmiert, stand ich da mit meinem Zeugnis. Zeichnen, singen, Religion, gut. Mutter wollte gerne, dass ich Schriftsetzer würde, wie mein Großvater war, aber nichts zu machen, schon zu viele Bewerber mit Abitur damals schon. Vater war mir für Maurer oder Tischler oder Zimmermann. Aber ich klein und mager, blass und lesen. Jede Nacht heimlich bei Kerzenlicht, Gedanken immer woanders und dann auf dem Bau, das ging eben nicht. Aber ich bekam eine Lehrstelle in einem Schuhgeschäft als Schaufenstergestatter. Das ist von mir, wie lange her ist, vergessen, dass man einmal das gibt, soll ich nicht mehr. So sollte man meinen, und doch, sowas gibt es noch. Sowas gibt es noch. Erstes Lehrjahr. 40 Mark im Monat, Tagesablauf wie folgt. Morgens um 7 zum Bus, rote Henkelmann in der Aktentasche. Übrigens fragen mich manchmal junge Leute nach dem Konzert, was denn eigentlich ein Henkelmann sei. Ich sage dann immer, Tupperware. Henkelmann in der Aktentasche. Und Ermahnung, das ist der Ernst des Lebens, Lehrjahre sind keine und so weiter und so fort. Und dann in der Firma Pampelmusen, Teebeutel, Joghurt einkaufen für die Verkäuferin zum Frühstück. Und dann ins Lager Ware auspacken, Etiketten kleben, Glühbirnen auswechseln, Mittagspause. Dann in den Schaufenstern Schuhe, Glasplatten abstauben, dann in den Keller Arbeitsstiefel einfetten, 19 Uhr Feierabend. Das ist doch ewig und lange her, ist vergessen, dass man sowas gibt es noch. Zweites Lehrjahr. 60 Mark im Monat, Tagesablauf genau wie im ersten. Nur alle 14 Tage Nachtarbeit, dann durften wir dafür warm essen gehen auf Geschäftskosten. Und ich bekam das erste Steak meines Lebens mit 14.
die Prüfung. Alle wussten, ich würde durchfallen, aber ich bestand. Freisprechung mit allem Drum und Dran. Streichbattet reden, Kaufmannsgehilfenbrief, Glückwünsche. Nur die Geschäftsleitung war sauer. Und warum? Sie hätte mich gern durchfallen sehen, um mich als billige Arbeitskraft noch ein Jahr länger behalten zu können. Nun, drei weitere Jahre habe ich das noch mitgemacht, bevor ich mich traute zu sagen, das ist nicht mein Leben. Das ist doch ewig lange her, ist vergessen, das war mal was, gibt's heute nicht mehr.